Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa und Kiki. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und ja, einfach schön und danke, dass du dir gerade die Zeit nimmst, um etwas zu lernen, um dich selbst zu hinterfragen, einfach um etwas für dein Mensch-Hund-Team zu tun. Generell finde ich, ist die Zeit, die man in Weiterbildung oder auch Weiterentwicklung investiert, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht so die wertvollste Zeit und Investition, die man eigentlich für sich selbst und auch für sein Mensch-Hund-Team investieren kann. Absolut. Und heute soll es mal wieder um unser Lieblingsthema, die Mensch-Hund-Bindung gehen, nämlich, yay. Nämlich wie du durch Zuneigung die Bindung zu deinem Hund stärken kannst. Und wir freuen uns auf eine ganz, ganz tolle Folge mit dir und dass wir nun etwas Zeit zusammen verbringen können. Und deshalb würde ich sagen, starten wir direkt los, oder Kiki? Ja, lass uns direkt loslegen und zwar mit einem ganz besonderen und wichtigen Thema, was man irgendwie, glaube ich, für selbstverständlich hält oder wo man sich, glaube ich, im Alltag gar nicht so viel Gedanken drum macht. Und zwar, wie wichtig die Zuneigung zwischen Mensch und Hund für die Mensch-Hund-Bindung sein kann, beziehungsweise wie man das für sich auch nutzen kann, um die Mensch-Hund-Bindung zu stärken. Und zwar wollten wir dieses Thema gerne aufgreifen, weil ich zum Beispiel früher dachte, dass Zuneigung, klar, zwischen Mensch und Mensch super wichtig ist, aber Zuneigung zwischen Mensch und Tier gar nicht so wichtig ist, einfach weil ich dachte, das ist gar nicht so natürlich, Zuneigung zu einem Tier zu haben. Oder ich dachte, das ist halt eher ein menschliches Bedürfnis, was man auf ein Tier projiziert und dass Tiere von sich aus dieses Bedürfnis gar nicht so stark haben und erst recht Menschen gegenüber irgendwie nicht haben. Und habe gerade am Anfang viel, viel mehr meinen Fokus aufs Training gelegt mit Nala, auf den zuverlässigen Rückruf, auf die Leinenführigkeit, auf alles andere, dass der Hund halt in Anführungsstrichen gehorcht, also dass man ihn halt sicher ablegen und absitzen lassen kann. Und das habe ich für viel wichtiger erachtet, als mir bewusst so Kuscheleinheiten zum Beispiel. Es muss ja kein Entweder-Oder sein, aber ich habe das quasi so ein bisschen abgewertet und die Zeit lieber zum Trainieren benutzt, weil der Hund für mich funktionieren musste, weil Nala auch einfach am Anfang wirklich sehr, sehr schwer war und das einfach eine höhere Priorität hatte. Was hat dich denn glauben lassen, dass das tatsächlich so ist? Also war das so ein Satz von außen? Denn man hört ja voll oft, finde ich, von anderen Hundetrainern oder vielleicht auch von anderen Familienmitgliedern, ah, kuschel den Hund nicht so, der mag das nicht? Ich glaube, dass ich deshalb das mir kaputt geredet habe. Also ich hatte immer schon instinktiv, also erstmal das Bedürfnis danach, auch viel zu kuscheln mit Nala und sie auch öfters zu streicheln und ihr mehr Zuneigung zu geben. Aber ich weiß nicht, ob es irgendwie an, was man so im Fernsehen gesehen hat oder so, dass es erstmal darum ging, dass der Hund ausgelastet wird, trainiert wird und dass das halt einfach viel wichtiger ist. Und ich dachte, ich tue ihr Unrecht damit. Okay. Sie zu kuscheln, weil das nicht ihr Bedürfnis war, sondern dass es mein menschliches Bedürfnis war und ich wollte sie so hundgerecht und artgerecht behandeln, wie es nur ging. Und das hat für mich aus irgendeinem Grund dagegen gesprochen, weil ich schon denke, dass Menschen insgesamt ein höheres Kuschelbedürfnis haben als Hunde. Ich glaube, das kann man auch nicht so pauschal sagen, aber ich glaube schon, dass Menschen das sehr viel einfordern, was ich aber auch überhaupt nicht schlimm finde. Okay. Auf jeden Fall habe ich mich teilweise richtig schlecht gefühlt, wenn ich Nala zu viel gekuschelt habe oder ja, ich dachte nicht, das macht jetzt unsere Bindung kaputt, aber dass ich mich ihr aufdränge oder so oder dass sie das halt einfach vielleicht nicht will oder ich kann es gar nicht so genau sagen, aber ich habe auf jeden Fall nicht den Wert dahinter erkannt, den Zuneigung irgendwie haben kann, so wenn ich meinem Hund Zuneigung schenke. Und hab, glaube ich, wenn ich darüber nachdenke, deshalb auch Zuneigung, die Nala mir versucht hat zu zeigen, in bestimmten Situationen auch gar nicht wahrgenommen, weil ich auch, glaube ich, nicht wusste, was alles überhaupt Zuneigung ist. Und da gehen wir ja auch gleich nochmal genauer drauf ein. Dass ich mich schlecht fühle, wenn ich Nala Zuneigung zeige, das ist aber natürlich absoluter Quatsch. Also ich weiß nicht, was da in meinem Kopf so stattgefunden hat, weil man sieht ja das Kontaktliegen unter Hunden zum Beispiel auch bei Wölfen oder sowohl unter Hunden oder zum Beispiel auch bei Wölfen, die das Verhalten von ganz alleine zeigen, so aus der eigenen Motivation daraus.
Also, dass es nicht irgendwie nur eine menschliche Sache ist, die wir dem Hund so aufdrücken, sondern dass Tiere ganz bewusst auch die Nähe zueinander suchen. Die Definition von Zuneigung ist an dieser Stelle übrigens, Zuneigung und Nähe suchen bedeuten, sich freiwillig und aus freien Stücken seinem Bindungspartner zu nähern, beziehungsweise die Distanz zum Bindungspartner zu verringern und sich gern in dessen unmittelbarer Umgebung aufzuhalten. Das ist jetzt hier so unsere Definition ja. von Zuneigung, damit das einmal komplett klar ist, was wir alles damit meinen. Und da habe ich vor kurzem auch eine Studie gelesen, zugelesen, die zeigen, dass die körperliche Nähe zueinander sogar wichtiger ist als Futter. Und zwar nicht nur unter Menschen, Wahnsinn. Sondern auch unter Tieren. Ja, so wurden in Untersuchungen bei Affen gezeigt, dass sich Babyaffen lieber mit einem Kuschelpelz bekleideten Mutterattrappe zuwandten als einer Attrappe aus Draht, auch wenn diese immer eine Nuckelflasche, also so Futter zur Verfügung bereithielt. Das heißt ja, dass Tiere oder dass es klar ist, das jetzt auf einen Säugling bezogen, aber selbst der ja einfach zum Überleben auf das Futter von seinen Eltern oder von jemand anderem angewiesen ist, die Zuneigung zu einem Tier vorzieht und das einfach fürs Überleben anscheinend wichtiger ist als nur Futter. Ja. Also, dass Zuneigung quasi überlebenswichtig ist, sowohl für uns Menschen als auch für unsere Hunde. Und zu dem Zeitpunkt, als ich die Studie gelesen habe, war mir natürlich schon klar, also war ich mit meiner Meinung über Zuneigung zwischen Mensch und Hund natürlich schon viel, viel weiter. Aber das hat das für mich nochmal so bestätigt und mir irgendwie gezeigt, wie falsch und wie kopflastig ich am Anfang einfach unterwegs war. Einfach aus Angst, wenn man so viel in Hundebüchern auch einfach hieß, was falsch zu machen. Also ich weiß nicht, es wird mir nicht allen Leuten so gehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass viele einfach zu kopflastig unterwegs sind und Angst haben, sich was damit kaputt zu machen, indem sie dem Hund zu viel Menschlichkeit in Anführungsstrichen, menschliches Verhalten oder menschliche Bedürfnisse entgegenbringen und dem Hund das aufdrängen. Mhm. Weil man einfach denkt, der Hund hat dieses Bedürfnis nicht so stark. Dabei haben, und das ist, glaube ich, so, dass die Zusammenfassung von, was ich jetzt gerade versuche zu sagen, Hunde haben sehr wohl das Bedürfnis nach Zuneigung ihrem Menschen gegenüber. Ja. Letztendlich auch durch die Domestikation, aber das Bedürfnis nach Zuneigung besteht und es ist schön, wenn wir unserem Hund Zuneigung geben und uns von unserem Hund Zuneigung geben lassen und das für unsere Mensch-Hund-Bindung nutzen. Ja, definitiv. Ja. Das hast du super gut zusammengefasst. Also ich glaube, dass auch vor allem in den meisten Hundebüchern lesen wir Dinge wie, du musst deinen Hund artgerecht auslassen, du musst ihm das bieten, du musst ihm mit diesem Hobby kommen und versuchen, ihn auszulasten. Aber wir haben selber schon mal über Auslastung gesprochen und dass da eben nicht nur Nasenarbeit oder körperliche Auslastung dazu gehört, sondern eben auch die sozialen Bedürfnisse des Hundes zu befriedigen, das vergessen die meisten. Und so denn Hunde sind einfach soziale Wesen und sie brauchen uns Menschen. Und ich meine, wir haben es ja auch nicht anders so gewollt, sage ich jetzt mal. Und Hunde sind ja eben domestiziert. Und das, was du jetzt eben auch angesprochen hast, die Zuneigung, das ist wichtig, um den Hunden eben dieses Bedürfnis auch zu geben. Und wir dürfen uns erlauben, in eine echte Beziehung mit unseren Hunden zu gehen. Also jetzt natürlich keine Liebesbeziehung, aber einfach eine Beziehung, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert und in der man sich gegenseitig wertschätzt und auch die Nähe zueinander sucht. Warum sollte das verkehrt sein? Und ich finde es einfach schön, Zuneigung meinem Hund zu zeigen und ihm zu zeigen, dass es mir gut geht. Aber ich finde es auch toll, wenn meine Hunde von sich aus kommen und sie von sich aus die Zuneigung einfordern und uns eben vertrauen und sich uns anvertrauen. Egal, ob das jetzt... Aber das ist das schönste Gefühl. Absolut. Das ist das allerschönste Gefühl. Und einfach so krass, dass es zwischen Tieren und Menschen einfach stattfinden das kann. Das ist eine wahnsinnige... Artübergreifend ja, sozusagen. Das ist eine wahnsinnige Verbindung, finde ich, was sich da aufbaut. Und sei es jetzt nur das Kontaktliegen, auch mit einem Meter Abstand zueinander, andere Hunde, die brauchen halt einfach ein bisschen. Und
die möchten einfach ein bisschen mehr, sage ich jetzt mal, ihre Individualdistanz wahren. Und für die ist es in Ordnung, wenn sie Kontakt liegen, aber wie gesagt mit einem Meter Abstand zu dir oder zu einem anderen Hund. Andere kommen wiederum her und lieben es, sich streicheln zu lassen, sich die Ohren oder den Rücken kraulen zu lassen. Also Finn liebt es zum Beispiel, wenn ich ihm die Ohren kraule, dann gibt er immer so komische Brummgeräusche von sich. Und ja, ich weiß, was du meinst. genau. Oder wir sagen immer... Alle Hundehalter, die Handtuch, die das ohne auch kennen. Ohne Witz, Oder wenn wir irgendwie spazieren gehen, dann kommt Finn ab und zu her und... Ja, drückt sich so an einen und lässt sich so mit seinem ganzen Gewicht gegen einen fallen, sodass er wirklich schräg dasteht. Und dann möchte er, dass er so am hinteren, unteren Rücken gekrault wird, da wo die ganzen Nervenbahnen verlaufen Richtung Rute. Und wenn wir ihn dann da kraulen, dann läuft er immer wie so eine prima Ballerina. Ich kann es so richtig vorstellen, so ja. Ich weiß, und dann sagen wir immer, oh, Finn, bist du wieder eine Ballerina? Da freut er sich total. Und Sami zum Beispiel, der liebt es gerne, also er mag es nicht gerne, irgendwie im Bett oder auf dem Sofa zu kuscheln, aber er braucht den Körperkontakt ganz, ganz, ganz stark. Und den fordert er immer ein, wenn man irgendwo steht und er kommt her und geht zwischen die Beine. Also ich hatte vor kurzem auch einen Rock an und das fand ich so toll, dass er wirklich mit dem Kopf unter meinem Rock gewesen in der Öffentlichkeit. Da musst du den erstmal wieder rausholen. Aber er braucht das einfach. Er braucht diesen Kontakt und ich glaube, das gibt ihm auch so eine Art Schutz, zu wissen, ich bin da. Also ich stehe ja gerade in dieser Position, ich stehe ja in diesem Moment über ihm, im wahrsten Sinne des Wortes, und er weiß, dass ich sein sicherer Hafen bin. Und ich muss sagen, ich habe das am Anfang auch so ein bisschen gesehen wie du, Kiki, dass ich so dachte, ich darf meine Hunde nicht so vermenschlichen durch mein Kuschelbedürfnis, obwohl ich sehr, sehr viel mit den Hunden immer gekuschelt habe. Und vor Jahren habe ich ein Foto gepostet, da war Samu noch ein ganz kleiner Welpe und da habe ich ihn auf dem Arm gehalten. Er ist in meinem Arm eingeschlafen und ich habe mit ihm gekuschelt. Aber jemand schrieb unter dieses Foto, dass das nicht der Hund, dass das nicht der Natur des Hundes entspricht und dass ich meinen Hund hier zwinge, dass er mit mir kuschelt. Und das ist so ein kleiner Dämpfer wieder für mich gewesen, wo ich so dachte, stimmt das jetzt wirklich? Also ich habe das dann tatsächlich hinterfragt, aber einfach für mich festgestellt, dass es ja der Wunsch meines Hundes war. Ich habe ihn nicht gezwungen, auf dem Rücken zu liegen und in meinem Arm einzuschlafen. Ja, und vor allem, es hat ihm ja auch nicht geschadet. Nein, eben. Also was soll der Hund im schlimmsten Fall für sich davon mitnehmen? Dass er, ich meine, der Hund würde nicht tief und fest schlafen, würde er sich nicht sicher fühlen. Weil würde der Hund sich unsicher fühlen, dann kann er nicht tief und fest schlafen. Also das schließt sich gegenseitig aus. Das heißt, im schlimmsten Fall hat... Nee, es gibt eigentlich keinen schlimmsten Fall. Hätte er sich unwohl gefühlt, wäre er auch nicht tief eingeschlafen. Und würde er sich unwohl fühlen, dann würde ich einfach ihn aufstehen lassen und gehen. Das mache ich bei meinen Hunden immer. Natürlich gibt es auch bei uns Zeiten, wo ich einfach lieber kuschel und mir dann die Hunde schnappe. Und oftmals sagen meine Hunde so, nee, ich habe jetzt einfach keine Lust, mit dir zu kuscheln. Und dann ist es okay, dann lasse ich sie gehen. Und man merkt auch so ein bisschen den Unterschied zwischen Finn und Samu. Finn ist viel, viel kuschelbedürftiger, aber jetzt auch erst durch die Jahre geworden. Und Samu, der hat immer so seine Phasen. Man weiß, also man merkt es ihm aber an, dass er trotzdem ganz, ganz viel Liebe braucht. Ja. Also eine andere Form von Zuneigung als den starken Körperkontakt. Ja, also es ist einfach... Man muss einfach mal nur da sein für Sami, sich neben ihn setzen und einfach diese Liebe spüren. Das ist irgendwie anders als bei Finn. Finn liebt es, wenn ich ihn anfasse. Samu liebt es, wenn er einfach nur da ist und wir uns anschauen. Ja, ja. Ich glaube auch, dass es generell Zuneigung was ganz... Individuelles? Intensives und Intimes, genau, und was ganz Individuelles ist, was einfach für jedes Mensch-Hund-Team, also dass für jedes Mensch-Hund-Team Zuneigung einfach etwas anderes bedeutet, beziehungsweise auch einfach jeder gerne etwas anderes mag, um sich geliebt zu fühlen und um sich wohl zu fühlen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem ein Buch gelesen, das heißt, glaube ich, die fünf Sprachen der Liebe, ich bin mir gerade nicht sicher, weil
ich mich gefragt habe, ich habe so viel Liebe zu geben. Ich bin jemand, der sagt gerne Menschen, dass er sie liebt und umarmt auch gerne Menschen, hat gerne Körperkontakt. Und mir wurde der Hinweis gegeben, dass Menschen genauso viel lieben können wie ich, aber das auf eine andere Art zeigen. Manche brauchen zum Beispiel mehr Zweisamkeit, also wirklich Zeit nur füreinander. Und das kann zum Beispiel auch, also das ist jetzt ein Menschenbuch, kein Hundebuch. Aber das dachte ich, kam mir gerade so, als du von Sami gesprochen hast. Vielleicht braucht er Zuneigung eher in Form von Zweisamkeit und zum Beispiel dann auch eher in Form von öfters mal einen Spaziergang wirklich nur zu zweit, ohne Finn und ohne wen anders zu machen. Und andere Formen, um Liebe zu zeigen, sind zum Beispiel auch einfach Hilfsbereitschaft oder sich Geschenke zu machen, solche Dinge, also jetzt auf Menschenebene. Aber nur, um das hier nochmal auf die Hundeebene zu bringen. Ich glaube einfach, dass auch Hunde da unterschiedliche Vorlieben haben, wie sie halt Zuneigung ausdrücken und wie sie Zuneigung verteilen. Und dass es sich auch, wie du gerade schon mit Finn meintest, sich das einfach im Alter so verändert. Und je vertrauter man miteinander ist, desto mehr kann man sich auch fallen lassen, desto mehr weiß man auch, was der andere mag. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Hunde uns das an Zuneigung geben, was wir gerne hätten, weil sie merken, wie wir darauf reagieren und eventuell dann das zurückbekommen, was sie eigentlich brauchen. Zum Beispiel vielleicht beruhigt unsere Hunde das oder finden das auch einfach unheimlich schön, wenn sie wissen, wir sind gerade glücklich, weil wir dadurch einfach eine andere Ausstrahlung haben und auch anders mit unseren Mitmenschen und Hunden einfach umgehen. Ja. Und auch die Intensität und auch die Häufigkeit, glaube ich, in der Zuneigung ausgedrückt wird, kann halt vom Charakter des Hundes zum Beispiel abhängen. Das kann von vielen Dingen abhängen, vom Gemütszustand, von der aktuellen Tagesverfassung und auch daher, wie sein Bedürfnis nach Zuneigung zu dem Zeitpunkt gerade aktuell erfüllt ist. Wir kennen das auch selber. Wir haben, gerade wir Frauen kennen das, glaube ich, dass wir Tage haben, an denen wir einfach viel anhänglicher sind und viel verschmuster sind und es mehr brauchen, in den Arm genommen zu werden und manchmal Tage, wo wir lieber für uns allein sind. Und ich glaube zwar, dass es bei Hunden jetzt nicht so stark schwankt, wie zum Beispiel während des Zykluses einer Frau oder so. Aber ich glaube schon, dass Hunde halt auch ihre guten und schlechten Tage haben und Tagesverfassung haben. Und man merkt es ja auch einfach so, dass der Hund an einem Tag mehr Nähe sucht als im anderen, an einem anderen Tag weniger. Bei meiner Hündin Nala ist es zum Beispiel so, dass sie nach langen und ereignisreichen Abenteuerspaziergängen, aber auch manchmal nur so, zum Beispiel jetzt gerade ist es tatsächlich so, wir waren kurz vor der Aufnahme jetzt dieser Podcast-Folge, war ich mit Nala spazieren, aber eine Dreiviertelstunde und wir sind eine übliche Runde gegangen, wo sie im Freilauf war, wo sie auch an der Leine war, wo jetzt nicht irgendwie was ganz Konkretes passiert ist, einfach nur ein ganz schöner, netter Spaziergang, haben ein bisschen geübt und das war es halt schon, also nichts Besonderes. Und normalerweise liegt sie jetzt, während ich die Podcast-Folge aufnehme, normalerweise immer in ihrem Körbchen neben dem Schreibtisch. Und als ich gerade angefangen habe zu sprechen und so aufgeregt war auf diese Folge, kam sie zu mir und hat sich neben mich gelegt, also neben meinen Stuhl hier. Also es ist einfach total süß. Ich meine, ihr Bett ist 1000-mal bequemer als der Teppichboden. Aber es war auch nur sie lag nur so 5 Minuten jetzt so neben mir. Jetzt gerade liegt sie wieder in ihrem Bett. Aber das war so kurzzeitig ihr Bedürfnis. Mhm. Und das ist einfach, von der Bequemlichkeit her, daran kann es ja nicht so gelegen haben. Und also nach solchen Aktivitäten, nach Spaziergängen sucht Nala immer viel mehr Nähe, indem sie sich ja einfach häufiger zu mir oder zu uns legt, mehr Streichelheiten als üblich einfordert. Sie zeigt auch mehr Körperkontakt, wenn es ihr nicht gut geht oder wenn sie krank ist, dann ist sie sehr viel verschmuster und ist gerne in meiner Nähe und fordert dann halt vermehrt irgendwie meine Nähe ein. Da finde ich es aber auch zum Beispiel vollkommen okay, dem nachzugeben, weil ich weiß, ich kann meinen Hund damit unterstützen, wenn es ihm gerade nicht gut geht oder wenn es ihm schlecht geht und da würde ich jetzt auch nicht irgendwie, also dann tue ich meinem Hund natürlich den Gefallen, wenn ihm das gut tut, so. Andere Hunde hingegen würden sich in der gleichen Situation vielleicht lieber zurückziehen, weil sie die Ruhe benötigen und dafür lieber mehr Abstand hätten. Also auch hier, das ist vollkommen in Ordnung und sagt irgendwie nichts über eine schlechte Bindung. Erstmal das, also es sagt nichts über eine schlechte Bindung aus, aber es sagt darüber was aus, wie individuell jeder Hund ist. Und abgesehen davon beruht Zuneigung natürlich auch einfach auf Gegenseitigkeit. Genau.
dass einfach nicht nur Zuneigung von uns halt ausgeht, sondern wie gesagt, dass Hunde einfach auch das Bedürfnis haben. Und daher ist es nicht nur wichtig zu erkennen, wann halt unser Hund ein verstärktes oder ein starkes Bedürfnis nach Nähe hat, sondern auch in welchen Situationen es für dich besonders wichtig ist, Körperkontakt zu deinem Hund einzufordern oder dich einfach nur in der Nähe deines Hundes aufzuhalten. Ja, definitiv. Sich einfach mal selbst so zu hinterfragen, wann man das auch einfach braucht. Also ist natürlich nicht zwingend notwendig, aber ich finde, dadurch lernt man sich ja auch selbst besser kennen und kann seine Bedürfniserfüllung quasi auch ein bisschen besser steuern. Klar. Und das ist auch genau das, was ich am Anfang gemeint habe mit dem Bedürfnis. Auch die Hunde haben eben dieses Bedürfnis und wir wollen ja die Bedürfnisse unserer Hunde befriedigen und da gehört eben auch Zuneigung dazu. Es ist völlig in Ordnung. Ja. Und wir wollen jetzt auf die verschiedenen Arten von Zuneigung noch eingehen und wollen dir eben auch erklären, was Zuneigung alles sein kann. Die meisten Punkte, die wir jetzt nennen, die hören sich total logisch an, wahrscheinlich für dich. Aber wir wollen trotzdem dich noch ein bisschen, dich achtsamer darauf, aufmerksamer machen, damit du eben solche Situationen auch überhaupt als Zuneigung erkennen kannst und dementsprechend auch fördern oder bestätigen kannst. Und zum einen kannst du Zuneigung zeigen und auch deinen Hund durch Blickkontakt. Also wir hatten das vor kurzem in einer anderen Podcast-Folge, Kiki, da haben wir auch gesprochen, wenn wir uns und unsere Hunde ganz lange anschauen und wirklich in die Augen schauen, dass wir dann wirklich auch Oxytocin ausschütten, ne? Also auch der Hunde, dieses Bindungshormon. Und das trägt natürlich eben dazu bei, sich noch stärker mit dem Hund zu verbinden. Und also du kannst es sehr gerne mal zu Hause ausprobieren. Ich habe das vor kurzem sogar mit Finn gemacht. Das ist echt irgendwie ganz spannend. Also es ist halt nicht so für alle Hunde was, aber man kann es gerne mal ausprobieren. Also wenn man schon eine ganz gute, mit fremden Hunden sollte Nein, man das nicht mit dem eigenen. Tun. Aber mit seinem eigenen Hund, mit dem man schon eine ganz gute Bindung aufgebaut hat, da sollte das eigentlich kein Problem darstellen. Nur eine ganz kleine Vorsichtswarnung an dieser Stelle. Und man sieht aber auch, diesen Blickkontakt eben draußen auf dem Spaziergang. Wenn wir unterwegs sind und der Hund orientiert sich hin und wieder an uns oder ist einfach sehr, sehr gerne in unserer Nähe, läuft an uns vorbei, kreuzt unseren Weg. Samu läuft gerne zwischen den Beinen dann mal durch. Das wundert mich nicht, nachdem was du genau gerade erzählt hast. einfach wenn die Hunde ihre Nähe zu uns suchen und wir sollten uns da einfach bewusst machen, wie viel Zuneigung uns unsere Hunde schon zeigen und uns das gar nicht, wir darüber gar nicht nachdenken, sondern so wie du gemeint hast, Kiki, es einfach schon als selbstverständlich hinnehmen. Und wir sollten uns da einfach ein bisschen mehr schulen und ein bisschen aufmerksamer sein, ein bisschen konzentrierter sein und sehen, jetzt gerade läuft irgendwie was Interessantes über die Wiese, aber mein Hund dreht sich um und schaut mich an. Ne? Und schenkt mir da seine Zuneigung, seine Aufmerksamkeit und auf Spaziergängen halt auch die Orientierung natürlich, aber auch das, allein dass der Hund sich an einem orientiert oder auch zu Hause, wenn der Hund im Körbchen liegt und irgendwie guckt, was wir machen, dann orientiert sich der Hund ja an uns und gerade auf dem Spaziergang ist es aber auch ein Zeichen von, wir geben dem Hund Sicherheit und der Hund weiß, er kann sich an uns orientieren. Und das kann natürlich nur passieren, wenn auch ein gewisses Vertrauen zwischeneinander ist. Und deswegen finde ich halt irgendwie das Blickkontakt da auch schon, das Blickkontakt schon eine Form von Zuneigung ist. Definitiv. Also klar, es gibt natürlich Rassen, die einfach darauf selektiert wurden, den Menschen zu gefallen und sich einfach stärker und häufiger am Halter orientieren. Aber ich meine, ich habe auch Hütehunderassen und ich habe am Anfang auch gefördert, dass meine Hunde mich anschauen. Aber ich finde, es ist was anderes, dem Hund das anzutrainiert haben und zu sehen, wann ist es wirklich ehrlich, weil er sich wirklich für uns interessiert und weil er sich in dem Moment wirklich seine Zuneigung uns schenkt. Und ich finde, wenn man da mal ganz bewusst drauf achtet, dann erkennt man auch den Unterschied. Und so wie du eben gesagt hast, auf dem Spaziergang, wenn unser Hund uns seinen Blick schenkt, dann tut er das ja auch aus Gründen der Sicherheit oder weil er einfach auch vielleicht gerne unsere Aufmerksamkeit
hätte. Und all das spricht ja, ja auch... Gutes Beispiel. Ja, und auch all das spricht ja auch für eine gute Interaktion zwischen Hund und Halter. Und auch andere Formen der Interaktion, wie Spielaufforderungen, werden ja aus einem Bedürfnis der Nähe heraus gezeigt. Ja? Noch ein Beispiel, eben das Kontaktliegen. Das Kontaktliegen bedeutet, dass sich unser Hund in unserer unmittelbaren Nähe aufhält und direkt oder indirekt die Nähe zu uns sucht. Und hier kann der Hund Zuneigung durch direkten Körperkontakt ausüben, indem er sich zum Beispiel auf unsere Füße legt, ganz nah an unserem Bein ist, so wie Nala eben gerade, dass er sich neben dich gelegt hat. Genau. Aber es muss ja nicht immer so sein, dass der komplette Hund auf dir drauf liegt. Also Finn macht das auch ganz gerne mal, dass er mit seinen 35 Kilo komplett auf mir drauf liegt. Aber oftmals ist es einfach so, wenn ich im Bett sitze und lese, dass er dann einfach herkommt und sich am unteren Ende vom Bett so einkringelt. Und das ist auch eine Form von Körperkontakt, also von Kontaktliegen, aber halt eben indirekt. Er sucht einfach trotzdem die Nähe, aber fühlt sich gerade in diesem Radius wohl. Und ich finde, das ist auch völlig okay. Ja, also man spricht von Kontaktliegen auf Distanz quasi von einem Radius von um 1 bis 2 Metern so um uns herum. So, eigentlich irgendwie alles, gehört alles so ein bisschen dazu, wenn der Hund sich einfach in unserer Nähe aufhält. Aber gerade wenn er halt einfach kommt, um die Distanz zu uns zu verringern und bei uns zu sein, dann zählt Kontaktliegen schon ab diesem Radius. Ja, finde ich auch. Also es ist auch so, wenn ich am Schreibtisch sitze oder so und arbeite, dann legt sich Finn voll oft unter den Schreibtisch, sodass ich, also ich habe da jetzt einen schönen Teppich drunter gemacht, damit es toll aussieht, musste ihm aber trotzdem noch so ein kleines Deckchen hinlegen, damit das ja auch gemütlich hat. Aber da ist es ja auch gemütlich. Ja, aber auch da finde ich, auch wenn man sich nicht direkt berührt, merkst du trotzdem die Nähe. Ja, total. Total. Zueinander. Und wie gesagt, einige Hunde mögen einfach mehr Körperkontakt, die anderen eher weniger. Samu, der braucht halt einfach diese Liebe, von der ich gesprochen habe. Und es ist ja auch so, einige Menschen, die sind einfach kuschelbedürftiger als andere. Und wir sollten das als Halter einfach respektieren. Und ja, und einfach dieses Gefühl schätzen, dass der Hund trotzdem da ist und wir dankbar sein können, in welcher Form auch immer sie unsere Zuneigung annehmen und Zuneigung zeigen. In was für einer Form auch, wie gesagt, immer. Weil es immer individuell von Hund zu Hund unterschiedlich ist und auch, so wie du gemeint hast, tagesformabhängig. Aber ja, ich finde es auch völlig okay, wenn ein Hund einfach noch ein bisschen braucht und dieses Kontaktliegen auf Distanz momentan eher zeigt, um Zuneigung auszudrücken, als jetzt, keine Ahnung, die ganze Zeit auf uns rumzuhüpfen. Ich finde, wir sollten auch dafür trotzdem dankbar sein, auch wenn unser Hund jetzt irgendwie nicht ständig herkommt und sich von uns durchkuscheln lassen möchte. Ja, und damit sollte man auch einfach respektvoll umgehen, weil da kann man sich, das ist schon eine Stelle, wo man sich auch echt kaputt machen kann. Also wenn man als Halter zu aufdringlich ist und, also natürlich darf man seinem Kuschelbedürfnis gehen oder seinem Bedürfnis nach Zuneigung mal nachgeben, auch wenn der Hund vielleicht gerade mal nicht so viel Bock drauf hat. Ich glaube, das hat jeder schon mal gemacht, seinen Hund gestreichelt oder umarmt, obwohl er gerade keinen Bock drauf hatte. Bei Nala sieht man es auf den Fotos auch so ungefähr. Bei uns, aber das darf natürlich keine Überhand gewinnen. Ansonsten macht der Hund irgendwann schon mal deutlich, dass er das einfach nicht erwünscht, ne? Weil manche Hunde es halt einfach mehr mögen und andere weniger. Ich denke zum Beispiel manchmal auch, wie hält Nala es mit mir aus, weil ich ein Mensch bin, der sehr, sehr gerne und viel Körperkontakt hat und sehr kuschelbedürftig ist und andere gerne in den Arm nimmt und in den Arm genommen wird. Und Nala ist eher so, ich sag gerne mal kurz Hallo und dann einmal kurz anfassen ist okay und das reicht dann eigentlich. Oder kuscheln im Bett ist okay, aber nicht die ganze Zeit in meinem Arm, sondern nur an meiner Seite. Das hat Finn aber früher auch gemacht. Aber mittlerweile, ich weiß nicht warum, kommt er um 5 Uhr morgens, steht er da. Wir haben ja so ein Mini-Podest neben dem Bett, damit er besser aufs Bett hoch kann, weil er sonst nicht mehr hochspringen kann wegen seinem Rücken. Und dann steht er auf diesem Podest und dann machst du die Augen auf und dann steht da dieses Klub Auge vor dir und guckt dich so an mit seiner Riesennase und steigt dann über mich drüber, legt sich zwischen mich und meinen Freund in meinen Arm wie ein Baby.
Oh, das ist einfach so schön. Und das hat der Hund, das hat er ganz von alleine gezeigt. Er wurde nicht dazu aufgefordert, sondern möchte halt einfach bei uns sein. Und gerade Kuscheln ist ja auch eine ganz besondere Form des Körperkontakts und eine ganz intensive und innige Form des Körperkontakts und der Zuneigung, weil hier drücken wir unsere Zuneigung wirklich ganz bewusst durch direkten Körperkontakt aus. Kuscheln tun wir also dann, wenn bewusst Körperkontakt von beiden Seiten erwünscht ist, oder man muss ja zumindest dazu einwilligen. So, und das ist das, was du gerade meintest, auch Kuscheln können sowohl Hunde als auch Menschen einfordern. Ja, und da sieht man es einfach mal, es ist so cool einfach. Das ist, ich meine, das ist so ein schönes Gefühl von Zuneigung, was wir geschenkt bekommen. Absolut. Und was einfach die Beziehung zwischen uns und unserem Hund, also dass man in gewisser Art eine Beziehung mit seinem Hund halt eingegangen ist, dem so Ausdruck verleiht. Für mich persönlich bedeutet Kuscheln zum Beispiel nicht nur zusammen auf der Couch oder im Bett zu liegen und zu kuscheln. Für mich ist eine ganz besondere Form des Kuschelns, wenn ich Nala im Sitzen von hinten umarme. So, viele Hunde mögen das nicht so gerne, umarmt zu werden. Also Nala natürlich auch nicht immer. Nala hat es anfangs auch nur geduldet, sag ich mal. Ich suche halt aber immer gerne Körperkontakt, wie gesagt, und kuschel natürlich halt auch Hunde gerne. Mittlerweile ist es aber so, dass Nala auch bewusst diese Umarmung, von der ich gerade spreche, einfordert. Das hast du mir erzählt, ne? Sie setzt sich dann zu dir hin. Ja, sie fragt ja meistens danach, wenn ich zum Beispiel auf dem Sofa, oder meistens ist es so, wenn ich auf dem Sofa sitze, und sie selbst darf bei uns halt zu Hause nicht auf die Couch, außer, ja, im Moment kommt es schon häufiger mal vor, aber wenn, dann fragt sie es nur an. Naja, auf jeden Fall kommt sie dann halt an und setzt sich mit dem Rücken zum Sofa vor mich halt hin, da an der Stelle, wo ich gerade sitze, und wartet dann wirklich demonstrativ, bis ich sie von hinten umarme. Und sie drücke, ja, okay, wenn ich keinen Bock habe, dann, also ich... Meistens gebe ich dem nach, weil es einfach nicht so häufig vorkommt. Das kommt mir jetzt nicht irgendwie täglich vor. Und dann ist das so eine Rarität, dass man einfach denkt so, yay, voll cool, so meine Chance jetzt. Aber sie wartet dann eigentlich, bis ich sie von hinten umarme und sie dann drücke. Und ich umarme sie richtig so von hinten, nehme sie richtig in meinen Arm, habe dann so meinen Kopf an ihrem Kopf und dann schaukel ich auch so ein bisschen hin und her, wie wenn man halt ein Kind oder so oder einen Menschen so in den Arm nimmt. Und das dauert dann halt irgendwie nicht lange, das dauert maximal eine Minute, dann hat sie da genug von und dann bleibt sie aber bei mir liegen, aber legt sich halt hin. Das hat sich halt irgendwann mal so eingeschlichen, dass sie da wahrscheinlich mal so saß und ich habe sie umarmt und offensichtlich hat ihr das gefallen und dann hat sie das immer wieder angefragt und dadurch hat sich das so ein bisschen routiniert. Aber es ist auf jeden Fall, also offensichtlich eine Kuschelanfrage. Ja, oh mein Gott, wie schön. Das ist richtig schön. Und das reicht dir dann, ja, das ist für mich eins der schönsten Momente. Es kommt auch manchmal willkürlich. Also manchmal kommt es nach so einem Abenteuerspaziergang oder wenn wir lange unterwegs waren oder einen guten Spaziergang hatten, dass sie dann einfach mehr Körperkontakt sucht, was bei uns ja so ist. Manchmal macht sie das aber auch in Momenten, wo ich nicht damit gerechnet hätte. Da muss man ja jetzt auch irgendwie nicht das Tote akzeptieren oder das irgendwie zu sehr hinterfragen. Also das ist zum Beispiel ein Moment, wo ich sagen würde, einfach genießen. Ja, absolut. Das ist das, was ich auch im Bett mache. Das ist ein wunderschöner Moment. Das macht mich einfach so unfassbar glücklich, diesen Hund in meinem Arm zu haben. Er liegt wirklich da wie ein Baby auf dem Rücken. Hat sein Näschen bei mir an meiner Wange. Oh mein Gott. Einfach so wundervoll. Ja, also, ja, und das ist irgendwie einer dieser Momente, wo ich früher gesagt hätte, das ist halt krass vermenschlicht. Aber, wir sind uns halt gerade bewusst, dass es ein Hund ist. Und der Hund weiß auch sehr wohl, dass wir ein Mensch sind. Und trotzdem genießen es beide. Also, so what, was spricht dagegen? Absolut. Überhaupt nichts. Also, das ist schon Bindungsförder. Ja. Und außerdem, abgesehen vom Kuscheln natürlich, stärkt auch Lächeln. Gegenüber die Zuneigung. Lächeln wird ebenfalls als Form der Zuneigung vom Hund anerkannt und auch verstanden. Zwar wird diese Form der Zuneigung jetzt nur auf hauptsächlich auf menschlicher Ebene gezeigt. Also wir tendieren natürlich sehr viel stärker dazu zu lächeln. Aber einige Hunderassen, da haben wir doch jetzt vor kurzem auch drüber gesprochen. Ja. Oder war das in einem Livestream? War das in einer Podcast-Folge oder in einem Livestream? Nee, das war in einer Podcast-Folge. Genau, wo wir von dem Interview mit der Dore Fedders und Peter so gesprochen haben. Genau, einige Hunderassen und einzelne Individuen haben das Lachen als Verhalten halt für sich adaptiert, das macht ja auch der Hund zum Beispiel, und zeigen es als Begrüßungsritual zum Beispiel, wenn der Mensch von der Arbeit nach Hause kommt, oder einfach so, um Zuneigung zu zeigen, um Aufmerksamkeit zu zeigen. Und Hunde lernen unser Verhalten also quasi kennen
und auch als solches verstehen, wenn wir sie anmachen. Absolut. Weil erst dadurch konnten sie das ja irgendwann für sich in gleicher Bedeutung adaptieren. Absolut. Ich habe jetzt auch vor kurzem gemerkt, bevor ich abends ins Bett gehe, da lasse ich die Hunde nochmal raus und Samu und Finn geben mir einen Kuss und dann geht's ins Bett und die bekommen dafür auch noch einen Keks. Und wenn Sami kurz davor ist, mir einen Kuss zu geben, also mit dem Schnäuzchen auf die Wange, dann lacht er. Dann zieht er die Lefze nach oben und lacht und kommt her und knutscht mich. Das ist so süß. Ist das süß? Ja, das ist wirklich cool. Das stelle ich mir so süß vor. Aber er sieht, also er lacht eh schon vom Grundblick her. Er lacht her. Immer. Sieht ja immer schon sehr lächelnd aus. So ein freudiger Hund. Ja, aber Lächeln kann man auch gut als Bestätigung benutzen. Ähnlich wie so ein anerkennendes Zunicken. Kann man auf jeden Fall nutzen, um im Training und im Alltag, wie zum Beispiel auf dem Spaziergang oder so, einfach dem Hund als Blickkontakt zuzuwerfen, als Bestätigung, wie, das hast du gut gemacht oder du verhältst dich gerade richtig, oder halt als Lob, ne, hast du toll gemacht und so weiter. Und außerdem steigert Lachen auch unsere Freude und macht einfach das ganze Wohlbefinden und die Stimmung zwischeneinander einfach viel harmonischer und glücklicher und freudiger. Und was mir gerade noch eingefallen ist, als ich gesagt habe, Lächeln kann auch als Begrüßungsritual, wenn der Mensch zum Beispiel von der Arbeit nach Hause kommt, gezeigt werden, ist mir noch eingefallen, Nala bringt mir zum Beispiel oft ihr Kopfkissen. Die hat ja so ein Hundekopfkissen, beziehungsweise mittlerweile drei Hundekopfkissen. oder halt irgendeinen anderen Gegenstand oder so. Das kennen, glaube ich, auch viele Zuhörer. Oder kennen das halt selber von ihrem Hund, dass der Hund halt irgendwie einen Gegenstand bringt, wenn man nach Hause kommt. Das kann natürlich sein, dass der Hund das irgendwie auch als Ventil benutzt, um, weil er einfach seine Aufregung abbauen will, seine Freude oder einfach so als Übersprungshandlung, um halt eben der plötzlich auftretenden Energie quasi so Raum zu geben. Aber Hunde können durchaus auch Gegenstände einbringen als Form von Zuneigung und als Form von Aufmerksamkeit. Kann auch eine Spielaufforderung natürlich sein, was in gewisser Weise auch eine Form von Zuneigung sein kann, einfach Zeit miteinander zu verbringen und sich miteinander zu beschäftigen natürlich. Aber das würde ich in erster Linie jetzt erstmal als positive Interaktion zwischen Mensch und Hund sehen, wenn der Hund einem Gegenstände bringt. So, gerade wenn man nach Hause kommt und die Freude irgendwie da so groß ist. Das ist mir so noch eingefallen. Und ich glaube, das waren die grob so die wichtigsten, bekanntesten Möglichkeiten wie wir unseren Hunden beziehungsweise unsere Hunde uns ihre Zuneigung ausdrücken können. Genau, und jetzt geht es tatsächlich darum, wie du sie dafür nutzen kannst, um deine Mensch-Hund-Bindung eben zu stärken. Und das geht über zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, die Zuneigung für die Bindung zwischen Mensch und Hund zu nutzen und die eben als Belohnung einzusetzen. Also das, was du eben auch gerade gesagt hast, wenn unser Hund auf dem Spaziergang uns anschaut, dass wir ihn einfach mal anlächeln. Oder wenn es diese Situation erfordert, ihn auch einfach mal anfassen. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Meine mögen zum Beispiel körperliche Zuneigung nicht so sehr als Belohnung, dafür das Lächeln. Und das bekomme ich dann halt auch irgendwie auch immer zurück, weil sie dann auch lächeln. Oder lächeln einfach auch in Kombination mit einem freundlichen Wort. Ja, das kann ja auch Zuneigung sein. Genau, also man kann sich das sowohl im Alltag eben auch im Training zunutze machen und auch Hunden, die besser mit Futter zu motivieren sind, kann man einfach zur Abwechslung mal einen freundlichen Blick zuwerfen oder Körperkontakt schenken, sodass es auch einfach was Besonderes bleibt und wir uns einfach so die variable Verstärkung zunutze machen. Ja, ich wollte gerade sagen. Sehr gut, da haben wir schon lange nicht mehr von gesprochen, von der variablen Verstärkung. Genau. Also einfach interessant bleiben. Genau, und da mal ein bisschen variieren, was die Belohnung oder die Motivation angeht. Absolut. Und gerade im Training, da stärken einfach gemeinsame Erfolgserlebnisse unheimlich die Bindung. Und wenn die Übung dann noch mit Körperkontakt oder einer anderen Form von Zuneigung beendet wird, die eben von beiden Seiten gewünscht ist, dann pusht das den Moment natürlich total. Und es kann einfach nur besser werden. Und dadurch kannst du dir einen der drei Grundpfeiler Zuneigung auch im Training ganz besonders für die Bindung zwischen dir und deinem Hund zunutze machen. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, Kiki. Ja, also das eine war jetzt quasi Zuneigung als Belohnung einzusetzen, als Belohnung für sich zu nutzen.
die andere Möglichkeit, Zuneigung für sich zu nutzen und die Mensch-Hund-Bindung zu stärken, ist Zuneigung einfach rein aus dem Bedürfnis heraus zu zeigen. Nicht das irgendwie zu hinterfragen, was nützt mir das, wenn ich meinem Hund jetzt Zuneigung gebe. Also es mag sich halt banal anhören, aber im Zusammenleben mit Hund geht es halt einfach, und das habe ich ja am Anfang dieser Podcast-Folge angedeutet, geht es nicht darum, jedes Verhalten bis ins letzte Detail zu hinterfragen, beziehungsweise jedes Verhalten zu bestärken oder zu korrigieren. So, wenn wir jetzt mal komplett gerade im Training sind. Das ist nämlich das, was ich am Anfang gemacht habe. Ich hatte einfach Angst, wenn ich jetzt so viel Zuneigung gebe, hinterher verstärke ich damit gerade ein unerwünschtes Verhalten, was ich gerade gar nicht selber irgendwie bemerke, und hinterher stehe ich da und habe die ganze Zeit Zuneigung gegeben für was, was ich gar nicht wollte. Und da war ich ganz stark in meiner Angst und in meinen Zweifeln, irgendwas falsch machen zu können. Man darf aber und soll aber auch einfach mal nur mit dem Hund sein. Ja. Einfach mal nur mit dem Hund sein, und wenn man Zuneigung geben möchte oder bekommen möchte, das auch einfach geben oder annehmen. Einfach die Zeit zusammen genießen und natürlich mit dem Hund zusammenleben. Also auf ganz natürliche Weise, ohne mit seinem Kopf in irgendwelchen Konventionen zu stecken, die einem sagen, wenn du jetzt aber gerade dieses Verhalten belohnst, indem du deinen Hund gerade streichelst, weil er zufällig jetzt gerade zum Fernseher geguckt hat oder weil er zufällig gerade nach draußen geguckt hat, weil da gerade ein Geräusch war, dann hast du das Verhalten bestärkt, dass er halt irgendwie auf der Lauer ist und jetzt immer draußen darauf achtet, dass draußen ein Geräusch nachgeht, und deswegen kann er drin nicht mehr entspannen. So ein Brainfuck meine ich gerade. Ja, das ist natürlich übers Ziel hinausgeschossen. Natürlich ist das eine Sache, die man immer im Hinterkopf haben sollte, aber ich glaube, wir haben verlernt, so wie du sagst, natürlich mit unseren Hunden zusammenzuleben, weil wir immer denken, wir müssen das machen und wir dürfen das nicht tun, weil sonst verstärken wir wieder das Verhalten. Aber einfach mal natürlich zu sein und auch unseren natürlichen Bedürfnissen nachzugehen und mal auf die ganz runter reduziert die Bedürfnisse des Hundes zu befriedigen. Ja, total. Und nicht immer nur so Training, Training, Training. Obwohl ich will gar nicht, also was Lisa und ich gar nicht möchten, ist irgendwie Training runterreden, denn wir sind beide Hundetrainerinnen. Ja. Und Training hat absolut seine Berechtigung, und was auf jeden Fall, da kommt man auch als Hundehalter nicht drum rum, um Training. Aber nur, es ist nicht alles. Worauf wir hinaus wollen. Genau, es ist nicht alles, und das kannte ich persönlich ganz lange nicht, einfach weil ich immer nur in meinem Kopf dabei war. Ja, also sich natürlich irgendwie einzulassen und einfach ein bisschen mal aus dem Kopflastigen weg, nicht immer nur mit seinen Gedanken in irgendwelchen Hundebüchern oder Ratgebern unterwegs sein und hinterfragen, ob man irgendwas falsch gemacht hat, wenn ich jetzt irgendwie ohne vorher erbrachte Leistung meinen Hund kuschel. Ja. Das war meine Denke, und so sollte es natürlich nicht sein. Letztendlich leidet der Hund ja nicht darunter, wenn wir ihn kuscheln, also sofern er denn für die Zuneigung mag, beziehungsweise die Art der Zuneigung, die wir ihm zeigen. Also das ist so schon der schlimmste Fall, der eintreten kann. Natürlich sollten wir irgendwie ein gesundes Maß so zwischen Mensch und Hund irgendwie finden. Und außerdem haben wir uns unseren Hund in vielen Fällen ja auch aus diesem Bedürfnis heraus zu uns geholt. Ja. Also nicht nur zu kuscheln, sondern jemanden an unserer Seite zu haben, mit dem man irgendwie authentisch und ehrlich und auch man selbst sein kann. Und ich finde, da gehört ein Bedürfnis nach Zuneigung halt auch einfach zu, was auch einfach ein Bedürfnis zwischen jeder anderen menschlichen Beziehung ist. Sei es einfach Zuneigung in Form von, dass man jemandem ermutigende Worte zuspricht, Zweisamkeit, dass man seine Hilfe anbietet, dass man Mitgefühl entwickelt, das einfach nur unter Menschen. Und das ist auch wunderschön, das einfach auch mit seinem Hund austauschen zu können. Absolut. In einer ähnlichen Art und Weise. Absolut. Ja. Ich glaube, das wird meine Lieblingsfolge. Ja. Kuscheln, über Kuscheln zu reden ist immer schön. Ja, aber dass eben auch Zuneigung im Alltag nicht untergeht, helfen einfach Kuschelroutinen, beziehungsweise das Einbinden von Zuneigung zum Beispiel in die Morgenroutine. So hat man ja auch immer einen Moment, auf den man sich freut, direkt nach dem Aufstehen, und der ganz bewusst und ganz achtsam ist und eben nur der Zweisamkeit zwischen uns Haltern und unserem Hund gilt. Also ich liebe es, morgens aufzustehen mittlerweile. Und weil ich aber auch weiß, dass wir das geilste Unternehmen haben, Kiki. Das ist ja wohl eh klar. Und einfach
ins Körbchen zu gehen, zu Finn, wenn er nicht bei uns wieder im Bett liegt. Legst du dich zu Finn? Ja, ich leg mich tatsächlich zu Finn ins Körbchen. Das ist ja riesengroß und das ist so ein orthopädisches Bett, das ist ultra bequem. Und dann liegen wir da wirklich gemeinsam und kuscheln miteinander. Also ich gehe dann direkt an seinen Kopf und massiere seine Öhrchen und dann fängt er wieder an so zu brummen. Und was ich halt auch ganz gerne mache, ich habe so einen Needle-Roller. Den habe ich von der Physio gekriegt. Das ist einfach um die, wie sagt man das, um diese Meridiane zu aktivieren, sage ich jetzt mal, damit auch einfach der Stoffwechsel anfängt. Und damit beginnt eigentlich so unser Morgen. Und ich rolle ihn damit ab und dann wird noch gekuschelt und dann wird aufgestanden und dann darf er Pipi machen gehen. Und das ist so ein, das gibt einem so ein Gefühl von Zufriedenheit und so ein Glücksgefühl. Hast du keine Angst, dass du voller Haare bist direkt, wenn du dich in sein Körbchen legst? Also ich wäre danach voller Haare, nee, wenn ich mich zum Nala das ist aus Leder. Würde. Also aus Kunstleder ist das und da sind keine Haare drin. Die bleiben da nicht haften. Aha. Und okay. Das ist mega cool. Also wenn ich aufstehe, ich bin sowieso immer voller Haare von dem her, aber wenn ich aufstehe, bin ich nicht noch flauschiger. Ja. Okay. Ja. Bei uns kommt Nala zu uns ins Bett. Und zwar ist es meistens so, je nachdem wie, also mittlerweile ist es so, je nachdem wie anstrengend der Tag vorher war, dass Nalas Aufstehzeit danach variiert. Also im Moment könnte sie auch jeden Tag bis 10 Uhr schlafen. Ist okay, die irgendwie muss sie auch morgens gar nicht mehr pinkeln, was ich irgendwie komisch finde. Ich glaube, sie trinkt in letzter Zeit ein bisschen weniger, aber das ist eine andere Geschichte. Früher andersrum. Nali kommt meistens, wenn sie halt ausgeschlafen hat oder zu uns will, dann geht sie vom Wohnzimmer, da schläft sie, zu uns zum Schlafzimmer, zur Schlafzimmertür, da jault sie dann so ein bisschen, weißt du, damit wir die Tür aufmachen und sie ins Bett lassen. Früher bin ich mit ihr halt dann erst aufgestanden, habe sie draußen pinkeln lassen, aber meistens geht sie immer nur einmal raus, guckt sich um und geht wieder rein, also spare ich mir das mittlerweile. Nee, guckt sich einfach nur kurz um und geht dann wieder. Deswegen mache ich die Tür auf, hol sie zu uns ins Bett und dann kuscheln wir dann noch, je nachdem, wann wir aufstehen müssen. Und dann ist es immer so, dass sie einmal ums Bett herumläuft, dann auf der anderen Seite aufs Bett rausspringt, um dann aber wieder auf meine Seite zu laufen und sich so in die Hauptsache über Luki drüber. Ja, ich weiß auch nicht, das hat sie sich ganz komisch angewöhnt, aber es ist halt auch ultra süß. Und dann kuscheln wir da halt noch so ein bisschen und irgendwann stehen Luki und ich auf und machen uns halt fertig und Nali legt einfach weiter im Bett und schläft. Oh, wie schön. Das ist so goldig, ja. Und dann, die würde da einfach noch ewig bleiben. Ich glaube, das bringt auch jetzt langsam, jetzt ist sie ja 10 Jahre alt, bringt das Alter auch so ein bisschen mit sich, dass sie da nicht mehr so ein junger Hüpfer ist, der um 5 Uhr schon aufstehen mag. Weder im Winter noch im Sommer, aber das ist halt okay für mich. Und so haben wir halt morgens unsere Kuschelroutine. Und mindestens, auch wenn es nur an manchen Tagen sind es echt nur so 5 oder 10 Minuten, weil sie dann einfach spät ins Bett gekommen ist oder wir früher aufstehen mussten oder so. Aber es sind immerhin 5 bis 10 Minuten, die wir wirklich komplett an Zweisamkeit haben. Also wirklich Zweisamkeit, also eigentlich Dreisamkeit, weil Kontakt liegen mit ein bisschen Distanz zu Luki, aber sie liegt eigentlich immer in meinem Arm, so. Oder bei mir zumindest. Richtig schön. Ja, und für uns ist Zuneigung einer von 3 Grundpfeilern in der Mensch-Hund-Bindung. Wir finden es genauso wichtig wie die Sicherheit und Strukturen und Rituale. Also diese 3 Sachen, das ist einfach für uns, daraus setzt sich die Bindung im Wesentlichen für uns zusammen. Und Hunde brauchen Zuneigung. Ich glaube, das müssen wir nicht mehr wiederholen. Das ist klar. Man sieht ja auch eben diese Studie mit den Babyaffen, die du am Anfang gesagt hast, was ich total faszinierend finde. Und ja, Hunde schätzen auch das Beisammensein mit ihrem Menschen. Und wie gesagt, letztendlich wurden sie ja auch dafür gezüchtet. Es liegt also auch in ihrer Natur. Und Zuneigung ich finde, das ist eine Säule von diesen 3 Grundsäulen in der Mensch-Hund-Bindung. Die für mich fast die schönste und angenehmste ist und die auch mega viel Spaß macht, weil es einem so viel gibt, finde ich einfach. So viel an Liebe und Vertrauen und Zufriedenheit. Ja. Ja. Und die aber ruhig auch wirklich als eigener Grundpfeiler gesehen werden darf und die nicht unterschätzt werden sollte. Weil Zuneigung, das hört sich so einfach an.
und ist es in gewisser aber Weise auch. Aber es ist auch Arbeit. Aber es ist halt einfach super wichtig. Es ist auch Arbeit, aber es ist halt einfach wichtig. Also man sollte nicht darauf verzichten. Ich finde, das gehört einfach zu einer guten Mensch-Hund-Bindung dazu, sich Zuneigung zu zeigen, in welcher Form auch immer man ist oder der Hund es halt braucht. Ja. Ja, und jetzt wird erstmal gekuschelt, würde ich sagen. Es ist jetzt abends, es ist dunkel und man kommt langsam in diesen Winter-Gemütlichkeitsmodus. Ich glaube, ich muss auch mal langsam losgehen und mir so Lebkuchen und so ein Zeug kaufen. Ich habe schon diese Dominosteine gegessen, wo man da immer bekommt für Weihnachten. Kennst du die? Die kenne ich, aber ich finde die eigentlich auch nicht so geil, aber ich esse die trotzdem jedes Jahr. Mich erinnern die immer so an Softcake. Ah, ja, ja. Von der Konsistenz, und das fand ich immer irgendwie eklig. Aber ansonsten bin ich für jede Süßigkeit zu haben. Also ich würde sie wahrscheinlich trotzdem essen, wenn du mir sie vorsetzen würdest. Also wenn ich die nächsten Wochen irgendwann vorbeikomme, sag deiner Mama bitte keine Domino-Scheibe. Nein, ich esse alles, das weiß ich. Ja. Naja, also, wir machen uns jetzt einen gemütlichen Abend mit unseren Hunden. Ich hoffe, du auch. Wir hoffen, dass dir die Folge gezeigt hat, wie sehr es Hunde brauchen, den Kontakt oder Körperkontakt zu uns zu haben. Und es nicht nur ein Privileg für sie ist, Zuneigung zu erhalten, sondern sie es auch wirklich genießen. Mhm. Ja, also nicht nur als Belohnung zu sehen, sondern dass sie es so einfach genießen, in der Zweisamkeit auf natürliche Weise mit uns zusammen zu sein. Und wir finden, das sollte zu jeder Mensch-Hund-Bindung dazugehören. Natürlich alles im Rahmen, wie sehr man selbst Zuneigung zeigen mag und natürlich auch, wie sehr es eben der Hund mag. Ja, hast du super gut zusammengefasst, und damit sind wir auch für heute am Ende. Und es war uns wie immer eine Freude, hier etwas Zeit mit dir zu verbringen, und wir hoffen, du genießt den Herbst, machst dir eine schöne Zeit mit deiner Fellnase, und auch wir nutzen den Herbst und den Winter für ein paar mega geile Ankündigungen. Es waren vielleicht schon einige letztes Jahr mit dabei beim Positive Life Adventskalender. Und auch dieses Jahr, surprise, surprise, machen wir wieder einen Positive Life Adventskalender. Und wenn du wenn du das nicht verpassen möchtest, dann melde dich gerne zu unserem monatlichen Newsletter an. Da bekommst du ganz genau mit, wann der Adventskalender losgeht, wie es funktioniert, und es ist alles kostenlos, einfach anmelden, und es warten auf jeden Fall mega, mega coole, tolle Überraschungen auf dich und auf deine Fellnase. Und ja, anmelden kannst du dich ganz einfach auf unserer Website www.positive-life.de, und direkt auf der Startseite, das kannst du gar nicht übersehen, steht Eintragen zum Newsletter. Und ja, wenn du da weitere Infos haben möchtest, dann einfach anmelden. Ja, ich freue mich riesig auf diesen Adventskalender. Es sind wieder unheimlich viele tolle, herzliche Unternehmen dabei. Es gibt wieder einiges zu gewinnen. Es gibt super schöne Dinge, die sowohl für Mensch als auch für Hund geeignet sind. Und beziehungsweise andersrum, die sowohl für Hund als auch für Mensch geeignet sind. So. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf die letzten Wochen in diesem Jahr. Es wird noch einiges von uns kommen. So viel sei schon mal gesagt. Und ja, einfach schön, dass wir die Zeit gemeinsam mit dir, mit euch, mit dem ganzen Team Positive verbringen dürfen. Und ja, also wir wünschen dir alles, alles Liebe. Fühl dich gedrückt, und bis zur nächsten Woche. Stay positive. Deine Kiki. Und deine Lisa.